Willkommen zurück in Echo. Wir stehen hier vor Thorstens Hammer und soll heißen zwischen Thorstens Hammer und der Fleischerei von Max. Und wo wollte ich jetzt rein? Hier wollte ich rein. Kohle habe ich hier schon eingeladen für die Feuerschalen. Ihr habt bestimmt den leichten Unterschied am Thumbnail gemerkt. Ich bleibe gerade am Kaktus hängen, das ist sehr gut. Wir müssen noch mal hier kurz zu Uschi. Was ist denn das wieder? Ach, ich wünsche mir Quatsch. Mit einem möglichst großen Kofferraum. Ach Mensch. Wir müssen hier nochmal kurz zu Uschi, wollte ich sagen, um ein bisschen Glas abzuholen. Haben wir von hier aus auch zu, das wäre schön. Ich muss gerade dauernd so gegen die Musik gerade ansprechen, weil ich habe sie gerade sehr laut auf meinen Hörern, auf meinen Ohren. Und wie ich gerade sehe, passt das alles gar nicht rein. Das ist nicht gut, aber wir machen einfach ein bisschen Platz. Und so und diesen. Ich hoffe, das passt auch anzahlmäßig alles. Auch kann man nur 10 stacken, das ist ja nicht so toll. Aber auch völlig egal. So, ja, das kriegen wir alles hin. Ach, das muss ja auch noch irgendwo rein. Das können wir auf der Hand nehmen. Ach, den haben wir auch schon in der Hand. Gut, alles da. Jetzt brauchen wir auch noch, wir brauchen noch mehr, ne? Wenn wir schon hier sind und alles abholen können. Habe ich übrigens zwischen den Folgen gerade noch hergestellt. Es wird ein bisschen sehr dunkel, ne? Aber gut, egal. Ja, was wird hier noch gefertigt? Hier werden noch Lagerboxen gefertigt. Können wir auch mitnehmen. Betten und Türen. Und ich glaube, das war's. Dieser Rucksack auch fast voll. Das ist toll. Ach, Wege müssen wir auch noch machen. Ach ja. Aber das Dorf wird zumindest fertig werden, bevor wir den Meteor runterholen. Aber ich frage mich, ob wir noch das Tal der Könige ein bisschen königlicher machen können. Königer machen können. König. Das Tal der Königen. Weiß ich nicht. Die sind bestimmt sehr, sehr, sehr körnig. Würde mich auch wundern, wenn die noch irgendwie saftig wären. Das hört sich gerade ein bisschen widerlich an. Aber auch völlig egal. So, dann wollen wir hier mal... Entschuldigung, ich gebe gerade wieder absoluten Nonsens vor mir. Obwohl, eigentlich auch nicht. Wenn so eine Leiche halt, wenn so ein Pharao oder ein Priester, ein hoher Priester, vielleicht sogar der Imhotep persönlich mumifiziert wurde. Ich meine, der wurde ja mit dem Hyundai belegt. Und, ja, nicht mit dem Hyundai, mit dem Hyundai. Das ist was anderes. Dann ist das natürlich schon sehr wahrscheinlich, dass er sehr saftig wäre. In dem Fall. Ist das so richtig oder wollte ich das andersrum haben? So sieht das eigentlich ganz gut aus, ne? Ja, so kann man das lassen. Damit man sich hier vorne nochmal ein bisschen umdrehen kann. Das ist auch gut. Jetzt Türen. Wo aber? Da mal Türen. Türen. Türen und Betten vielleicht auch schon mal. Ja, Betten sind okay. So, Tür. Zack. So rum? Ist das richtig rum? Ich glaube, ja. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Also Lagerhaus ist schon mal fertig. Wo eigentlich nichts drin ist. Vielleicht irgendwann mal. So, hier noch. Und hier natürlich auch. Wie rum geht die auf? Ist ein bisschen breiter der Raum. Hier kann sie tatsächlich nach innen auf. Ach, siehst du, ich habe wieder was vergessen. Schlafkommoden, also diese tollen Kommödchen. Ach, na gut. Hier fehlt auch noch was drin. Feuerschein. Ach, jetzt weiß ich auch, warum ich so viel Kohlen noch hergestellt habe. Hä? Das ist Lagerhaus, Mark. Das andere ist hier hinter. Habe ich das überhaupt mitgezählt? Ich hoffe ja. Ich hoffe, ich habe mich nicht verplant hier mit den Türen. Obwohl, Türen gehen schnell. Am längsten brauchen irgendwie komischerweise Fenster. Weil man dafür alles möglich machen kann. Nein, hier kommen keine Türen rein, da kommen Fenster rein. Deswegen mag ich jetzt nicht verheddern. Verplane ich jetzt bloß nicht mit den Türen. Das wäre schön. So. Das ist irgendwie falsch. Was ist hier jetzt falsch? Irgendwas ist falsch. Da muss ich nochmal kurz spekulieren. Warum haben wir die da öffnen lassen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, warum mir das gerade nicht so gut von der Hand geht. Doch, ich weiß es ganz genau. Wegen meinem Kater. Aber dem geht es den Umständen entsprechend. Naja, geht so. Also zur hinteren Wand muss das aufgehen. Ja, gut, dann machen wir das mal auch hier. Ach, dieses Gewüschel hier. Wege müssen wir noch machen. Wege müssen wir auch noch machen. Ich hoffe, das schaffen wir. Ja, das müssten wir eigentlich diese Folge auch noch schaffen. Die muss wieder raus. So, und andersrum machen. So, genau, so rum rein. Obwohl hier dieser Raum ist vielleicht ein bisschen klein dafür. Die sollten wir vielleicht doch nach außen öffnen lassen. Wäre, glaube ich, nicht das Schlechteste. So und so. Zack, zack. Ja, stören sich überhaupt nicht. Warum? Okay, da ist kein Fenster drin. Das ist gut. Ich dachte eben, da wäre ein Fenster.
Das denkst du, Maki. So, jetzt hier noch die drei Türen und da noch drei Türen. Und dann haben wir... Ich glaube, wir haben eine Tür zu wenig. Wir haben mindestens eine Tür zu wenig. Das ist ja zu wenig. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. So. Hier natürlich auch noch eine Tür. Dafür habe ich nämlich auch schon drei gebaut. Aber wo sind die hin? Wo sind die nur zwei? Sind die nur zwei? Wahrscheinlich habe ich eine vergessen. Ja, natürlich. Ich habe mich um eine verzählt. Das ist wieder toll. Ach, Mensch. Ich hatte keinen Taschenrechner. Entschuldigung. Das ist ja echt ärgerlich. Was? Wir haben... Jetzt haben wir doch noch drei. Gut. Ach so, weil hier in der Haustür noch nicht drin ist. Deswegen habe ich mich verzählt. Ich habe die Haustür vergessen. Hier vielleicht nach außen öffnen lassen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, damit man hier nicht gleich ins Wasser plumpst, sobald man hier reinstürmt. Die ist falsch rum. Das war jetzt komisch, ganz ohne Animation. Warum auch nicht? So, und hier, wir haben ja keinen mehr. Betten. Marki, warum hast du nicht gleich die Betten aufgestellt? Du hast echt einen Ströselkopf. Also, sowas Verströseltes. Ah, ich bin so ein Grießkopf. So, hier. Hier ist, glaube ich, ganz gut. Die Tür ist ein bisschen zugig an den Füßen, aber ist auch egal. Das kann es auch gerne mal sein. Ich persönlich habe sehr gerne kalte Füße, wenn ich schlafe. Nur halt nicht unbedingt wie Eisklötze. Das ist nicht so angenehm. Bisschen feucht dürfen sie sein. Also die Füße. Also meine. So, hier. Hier auch wieder, ja. Das ist schön, dass die alle gleichmäßig ausgerichtet sind. Upsi. Jetzt müssen wir wieder das Gemüse kraxeln. Warum auch nicht? Ach, was gut für die Hosen ist und gut für die Lenden, wenn einen das dauernd so ums Gehänge auch noch drumherum schrappelt. Hier passt übrigens keine Kommode rein. Das finde ich wieder... Ja, da war ja was. Das können wir, das müssen wir von hier aufstellen. Das ist ja auch in Ordnung. Ich weiß, dass es da nicht geht. Hier, so. Hier, ja, gut, so ist das besser. Ich hoffe, man hört sich da nichts weg. Zumal man auch nie wieder rauskommt aus dem Raum, weil der etwas zu eng ist. Da müssen wir auch noch umbauen, also die Füße davon. Ansonsten das Wasserspeicherding da, das, also das Wasserturm. Der Wasserturm ist fertig. Das ist natürlich sehr angenehm. Hier so rum hatten wir die da drüben, ne? Oder? Oh, ich weiß es gerade nicht mehr. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Ja, doch. Doch, ich erinnere mich. Doch, das war, glaube ich, so. Die Kommode kommt dann da so hin. Tatsächlich 3, 2, okay. Gut. Die Boxen, Lagerboxen. Da haben wir bisher 2, Maki. 2. Kannst gleich beide hier in die Leiste rein. Hm? Nicht in deine, sondern das wäre schmerzhaft, glaube ich. Und hier gibt es natürlich wieder keine Mitte. Warum ist hier keine Mitte? Nee. Okay, dann vielleicht hier, das ist baugleich, ne? Ja, ich glaube, das war baugleich. Ja, es ist baugleich, ich sehe das doch schon. Ja, auch nur 3. Dann vielleicht hier in das da. Dann brauchen wir vielleicht nur die beiden. Ansonsten brauchen wir noch mal 2 mehr. Ja, das ist natürlich ideal, ne? Ist die Box gleich versteckt? Okay, die passt da nie im Leben hin. Das hat nur 1, das ist ja schon wieder ein bisschen zu wenig. Weil da kommt keine Box rein, das ist schon mal ganz, ganz schlecht. Da wird mir ja ganz übel. Dr. Kniebel. Hier waren wir schon, Marc. Raschel. Also, die macht sich hier ganz gut, ne? Und hier passt sie auch nicht rein, das ist ja wieder fantastisch. Und wenn wir die Wand einfach ein bisschen versetzen, nein, dann sieht das trotzdem echt schäbig aus. Okay, dann brauchen wir tatsächlich nur die 4, die wir gemacht haben. Dann kommen die in den großen Gebäude hier rein. Dann nach links und rechts. Warum ist der Rucksack noch offen? Immer noch. Das zieht nämlich langsam ein bisschen da drin. So, hier eine und da nicht. Hier. Doch, das ist ganz nett. Und mittendrin kann eine Feuerschale stehen. Das glaube ich okay. Und hier kommt eine hin, da kommt eine hin. Wir brauchen jetzt mal das Glas. Das wird schon ein bisschen aufwendiger gerade. Weil ich glaube, da müssen wir einzeln immer laufen. Oh, immer durch das Geösche hier. Och, Mann.
Ich weiß, die Fenster hätte ich auch zwischen den Folgen auch machen können. Aber was soll ich denn noch alles zwischen den Folgen machen? Ich muss auch ein bisschen was zeigen können. Achso, dafür brauchen wir gar keinen. Das ist gut. Ja, denn? Das ist gut. Dann geht das doch so. Aber wie kommen wir da oben an die Feuerschalen ran? Ich finde es übrigens nicht so gut, dass die hier da oben schon wieder reinwächst, so mittendrin. Das ist nicht gut. Das können wir aber noch ändern. So, wofür hatte ich denn jetzt hier? Ich hatte doch. Hatte ich doch mal irgendwann mal so gedacht. Drei Stück. Wir haben hier irgendwo eine Hütte mit nur drei Fensteröffnungen. Welche war denn das? War das diese? Ich guck mal kurz ums Eck. Nein, die hat schon mehr als drei. Drei. Nein, drei. Drei. Drei, drei. War das die? Nee, das ist die nicht. Dann ist das die hinten in der Ecke. Mal wieder im Durchgeöschel. Komisch, so geht es schon ein bisschen schneller, ne? Komisch. Gut, dann... Das hat auch mehr als drei. Hä, wo ist denn der Raum? Hä, wo ist denn das mit dreien? Hier ist doch gar nichts. Da habe ich mich bestimmt beim Fensterdrucken auch noch verzählt. Bestimmt. Da wette ich mit euch, dass ich mich da auch wieder verzählt habe. Dass ich statt hier Fenster einzuplanen, hier einfach Türen eingeplant habe. Also hier so. Das wäre natürlich nicht so cool. Ja, aber wir hatten doch ein Häuschen. Ein Häuschen hatten wir doch, wo nur drei Fenster drin. Hier sind nur drei drin. Ach nee, da ist nur eins drin. Das ist das Lagerhaus. Wo war denn das? Ach, verflixt. Das ist es nicht. Ist es doch das? Da sind doch auch vier. Hier sind noch mindestens vier Fenster drin. Hier vorne sind keine. Warum habe ich hier nur drei gezählt? Ah, ich weiß, warum ich hier nur drei gezählt habe, weil es jetzt tatsächlich nur drei drin sind. Ja, mächtig toll. Ja. Hätte ich vielleicht dann doch ohne Rahmen machen sollen. So, weil hier sind nämlich keine... Insofern sind hier Fenster drin. Ah, weiß ich nicht. Dann habe ich die wohl übersehen beim Vorbeifliegen. Aber gut, dann ist es so. So, wie viele haben wir davon jetzt? Von den blauen? 17 waren das, ne? Warum 17? Wieso habe ich davon 17 Scheiben? Und 8? Wir machen erstmal die 8 irgendwo rein. Am besten ins Fahrrad. Ins Vorderrad. Kommt immer gut. Die 8. Ja. 2, 4, 6, 8, ne? Ja, hier sind 8. Das heißt, das habe ich für eins der großen Gebäude geplant. Das ist okay. Dann kommt das einfach mal so hier so rein. Dann ist das in Ordnung. Sind die Fenster überhaupt gleichmäßig? Ja. Obwohl mir das schon ganz gut gefällt mit dem Metallrahmen. Aber damals, ich bezweifle, dass damals schon Metallrahmen gab. Ja. Achso, warte mal. Die kann man ja, das geht ja hier. Das geht damit ja, glaube ich, ganz gut. Ja, glücklicherweise. Glücklicherweise kann man die drehen. Das ist schon mal sehr angenehm. Ah, mit noch Glück gehabt. Gut, jetzt haben wir hier noch, hier haben wir doch auch noch was. Ach, das ist das Gekrösel. Mensch. So, hier. Sieht ja irgendwie ganz putzig aus, aber irgendwie stören mich doch die Rahmen. Ich kann mir nicht helfen, aber die Rahmen, die stören echt ganz, ganz extrem. Ist gerade nicht so schön. Marc, wo willst du denn hin? Ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. So. Wieder ab ins Getümmel. Hier nochmal einen Rucksack reinkrabbeln. Weil der Ruck da drin ist und der soll da raus. Los, raus da. Du alter Ruck. So, jetzt geht's weiter. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Vorwärts. Marki. Ach, dieser Charakter, dieser schäbige Charakter. Ja. So, jetzt haben wir hier noch. Zack. Und jetzt geht es auch weiter mit diesem Stack. Hallo. Danke. Und vielleicht sollte ich zwischen den Folgen die Fenster einfach mal austauschen. Vielleicht ist ja auch einfach drin. Das weiß ich noch nicht. Die gefallen mir nämlich dann doch ganz gut. Aber sind halt nicht sehr stilecht, ne? Also geschichtlich, also historisch schon mal völlig inkorrekt. Aber wer interessiert sich dafür schon? So, warum habe ich jetzt drei Fenster zu viel? Ich habe bestimmt noch drei Fenster in der Box. Bestimmt. Und warum ist da kein Fenster drin? Ich glaube, einfach mal eins rein.
Ach, deshalb ist da keins drin. Alles klar. Gut, dann lassen wir es so. Ja, den muss ich zwischen den Folgen nochmal wechseln. Das geht ja so nicht. Wollen wir sonst noch keine Fenster drin? Irgendwie haben wir drei zu viel. Es kann tatsächlich sein, dass ich die noch übrig hatte in der einen Box. Weil sonst wüsste ich jetzt nicht, wo die noch hinpassen würden. Außer hier vielleicht. Da sind ja nur zwei Fenster. Was soll ich für zwei Öffnungen mit drei Fenstern? Keine Ahnung, was ich damit will. Mal reingucken. Hier ist eins drin, da ist eins drin, da ist eins drin. Und die beiden habe ich unterschlagen. Das sind die grauen. Okay, na gut, dann ist es so. Ist ja auch nicht schlimm. Ich weiß nicht, irgendwie gefallen mir dann doch diese Rahmenlosen ein bisschen besser. Kann ich euch auch ganz genau zeigen, warum. Nicht nur, weil es historisch korrekter ist, sondern... Was war da noch drin? Ach, hier haben wir sogar noch. Na denn? Zumal, die trägt man, die anderen nicht. Okay. Ach, ich kann euch das auch gleich am lebenden Objekt zeigen. Weil die Häuser sind hier alle lebendig. Da spuckt es drin. Entschuldigung, das ging gerade in den Popschutz. Hat man vielleicht leicht gehört. So, hier. Den. Der kommt raus und der kommt auch raus. Dafür kommt der hier rein und der hier. Guck mal, jetzt siehst du vielleicht warum. Es sieht nicht schöner aus, aber es sieht realistischer aus. Oh, das sieht ja aber... Also nicht im RL, sondern im Game. Es sieht zwar echt schäbig aus ohne Rahmen, aber so war das damals nun mal. Also Fenster waren damals nicht schön von den Römern. Also die meisten nicht. Außer die mit Buntglas. Also schon die... die hatten Rahmen. Die hatten ja Rahmen, aber nicht solche Rahmen. Das sind ja quasi schon Flachstahlrahmen. Das weiß ich auch, warum da Eisen mit beigemengt wurde. Ach Mensch. Ich bin auch manchmal am Penner. Echt eine Schlaftablette manchmal. So, wir hatten noch irgendwo blau. Wo waren da nebenan war das, ne? Schwing doch mal deinen Arsch hier durchs Gemüse. Alter, glaubst du es denn? Es ist ja echt unmöglich. Hier sind blaue. Cool. Zack. Zack. So. Jetzt kannst du mal sehen, wie lange das doch dauern kann, wenn man mal ein bisschen zu tun hat. Und zwar nur ein ganz klein bisschen. Jetzt haben wir zwei zu viel. Hä? Ach, ich verstehe langsam die Welt nicht mehr. Einmal kurz husten. So, wie viele haben wir jetzt? Ach so, 17 hatte ich. Drei habe ich schon wieder auf den LKW geschmissen. Alles klar, dann passt das ja. 17 minus 3 sind 14. 14 haben wir jetzt eingesammelt. 14 haben wir eingebaut. Das ist gut. Dann brauchen wir hier noch mal Ersatz. Und da drüben auch. Hier brauchen wir 2, 4, 6, 8. 8 Grüne. 8 Grüne und unbekannte Anzahl Graue. 5 Graue. 8 Grüne, 5 Graue. Gut. 8 Grüne, 5 Graue. Haben wir natürlich gerade nicht mehr am Start, aber das ist auch nicht so schlimm. Hier. Ich wünschte, ich hätte hier eine Rampe nach unten gebaut, damit ich die Feuerschalen da besser bestücken kann, weil so habe ich dann nämlich ein leichtes Problem damit. Ach Mensch. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das doch noch irgendwie hin. Das wäre doch wirklich ein Ding der Unmöglichkeit, wenn das nicht zu schaffen wäre. Hier, guck mal, hier zum Beispiel. Storage Rack. Ja gut. Wenn das natürlich wieder nicht geht, dann kann man da auch nichts einsetzen. Also hier, nochmal, hier, guck mal, Storage Rack. Jetzt. Das ist gut. Das ist schon mal sehr gut. Da kann ja tatsächlich alles Mögliche reingelagert werden. Und da wir darauf von hier aus Zugriff haben werden, gehe ich einfach mal von aus, können wir dir auch einfach reinschmeißen. Da oben stehen 4 Feuerschalen, soweit ich weiß. Und hier, das war die falsche Storage Box. Das ist ja wieder toll. Ja, rate mal, auf welche ich zugegriffen habe. Auf die da unten im Keller. Das Storage Rack, das ist keine Storage Box, Mark. Storage Box. Ja, schade. Das ist natürlich sehr schade. Da habe ich mich tatsächlich vertüdelt. Mal wieder. Ist ja nichts Neues. Ihr seid ja guck mal gewohnt. Ach, ich sehe gerade, ich habe gerade unbegrenzte Freimengen hier. Dann sollte man das mal ausnutzen, ganz kurz. So. 1, 2. Naja,
das war das Thema mit unbegrenzter Freimenge. Aber jetzt können wir gleich nochmal 318 nochmal einladen. Aber ist okay. So, einmal und zweimal. Jawohl, jawohl, jawohl. So kann man das machen. So geht das. Und das liegt auch nur wieder daran, weil ich übermische Fähigkeiten habe. Nein, und zwar, weil ich rumgetestet habe. Ich teste immer ganz gerne. Um möglichst dann doch ein bisschen unvorbereitet ins Let's Play zu starten. Warum auch nicht. Kann man ja durchaus machen. Hallo? Mal da rein. Da. Sag mal, langsam glaube ich, dass mich hier jemand veröppeln will. Einfach so veröppeln. Hier noch eine Feuerschale. Zack. Und jetzt kommt erstmal die hier unten rein. Jetzt so. So habe ich das nicht gewählt. So schon. Ach, weißt du was? Dann können wir die auch bei der Gelegenheit gleich noch auffüllen. Wenn die nicht immer hier gleich wieder in mein Inventar verschwinden würden, das wäre schön. So, nochmal ein paar einsammeln. So, hallo. Ach Mensch, dieses Gestecke, ist echt problematisch geworden. Ich glaube, es liegt vielleicht an der Weltgröße. Weil hier wahrscheinlich einiges überladen ist. So. Also nicht nur mein Rucksack mal, gerade zwischendurch, ausnahmsweise. Sondern auch einiges an... Was soll denn das? Ach Mensch, das ist ja echt nicht wahr. So, ach komisch, das ging jetzt ohne Probleme, ja. Er mag scheinbar eher gerade Zahlen, das ist okay. Das werde ich mir merken fürs nächste Mal. Aber das werde ich mir bestimmt nicht merken. Wie, noch mehr Kohle? Wie geil kann man auf Kohle sein? Ist ja unglaublich. Ey, das ist ja... Ach, hier ist auch noch eine unbestückte. Oh, steht da oben eine mehr? Das war mir gerade nicht bewusst. Und ich weiß, dass wir bereits jeden Moment 2 Minuten Überlänge haben. Das ist mir aber auch völlig egal. So. Dann muss da oben noch was rein. Dann ist das so. Aber welche Feuerschale ist denn hier noch nicht gefüllt? Sag mal. Tja, wer weiß. So, jetzt haben wir hier 100. Da haben wir auch überall 200 drin. Da fehlt noch ein bisschen was. Und dann ist das auch schon fast okay. Naja. Naja, ein paar fehlen noch, aber... Ich glaube, das tut dem keinen Abbruch. So, guck mal. Jetzt brennt da oben auch schön das Licht da drin. Die habe ich nämlich zwischen den Folgen noch reingesetzt. Da war ich nämlich ganz, ganz schlau und ganz, ganz bei der Sache. Und jetzt habe ich wieder vergessen, wie viele Scheiben wir brauchen. 5 graue. 8 grüne? Ja, 8 grüne waren das. Gut, die mache ich gleich mal zwischen den Folgen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, gehabt euch wohl.